einer Firmenkonstruktion, dann kann das eben nicht passieren. Also das ist genau die Stoßrichtung, die auch die OECD sehr stark verfolgt. Wie würden das sein, wenn Sie mal in Besitz dieser ganzen Akten sind und auf einen prominenten Namen stoßen, wird man das erfahren? Natürlich nicht. Wir haben ein Steuergeheimnis, wir haben ein Amtsgeheimnis und denke, also, das ist doch da dass ich lauche, Herr Sektionschef, aber was leidvolle Erfahrungen von meinem Klienten, kann ich nur sagen. Karl-Heinz Grasser, meinen Sie in diesem Fall? Ich gehe aber davon aus, dass das nicht aus der Finanzverwaltung nach außen gedrungen ist, das kann woher immer. Das vorher war das Redaktionsgeheimnis. Aber findet da jetzt ein Wettlauf statt zwischen Ihrer Behörde und den Medien nach dem Motto, wer findet zuerst wieder einen prominenten Fall und dann ist der davon abhängig, wie damit umgegangen wird. Wir haben das Amtswidrigkeitsprinzip, das heißt, wir müssen alle Abgabepflichtigen und alle Steuerfälle von Amts wegen quasi erforschen und ermitteln. Und wir haben dazu bestimmte Wege, die sind übrigens legal, weil das vorhin auch so etwas im Raum gestanden ist. Das heißt, die Daten, die wir jetzt von den englischen Kollegen erhalten werden, da gibt es eine Rechtsgrundlage, das ist das Doppelbesteuerungsabkommen, der Artikel 28. Und wir werden die Daten eben auf dieser bestehenden Rechtsgrundlage erhalten. Und wir werden das quasi in einer ganz normalen Art und Weise abhandeln, dass hier vielleicht Medien versuchen, aus anderen Quellen schneller zu sein, jetzt publik mehr zu machen. Das können wir als Finanz natürlich nicht verhindern. Was im Zusammenhang mit Fällen wie solchen natürlich auffällt, und das sieht man ja auch in der Berichterstattung der Medien der letzten Tage und in den Kommentaren, dass Menschen wie Herbert Stepitsch, wenn wir mal davon ausgehen und ihm im Moment mal glauben, dass alles legal ist, wir haben keinen Grund, das anzuzweifeln, das werden die Behörden klären, dass man schon etwas bemerken kann, dass es in diesem Land manchmal so aussieht, als wäre es fast ein Tabubruch, wirklich gut zu verdienen. Frau Nowotny, warum ist das so? Ist das die Neidgesellschaft, die da spricht? Nein, ich fange mit dem Begriff Neidgesellschaft nicht sehr viel an. Ich meine, ich kann allgemein sagen, was ich davon halte, wie Vermögen verteilt ist. Ja? Aber ich, im Einzelnen kann ich die Motive nicht, ich weiß auch nicht, ob das so ist, wie Sie sagen, dass so viel Neid herrscht oder dass man nicht gut verdienen soll. Soll jemand, der so wie Herr Stepitsch eine Bank sehr erfolgreich geführt hat, so viel verdienen? Soll er 5 Millionen Euro verdienen? Also aus meiner Sicht, also alles, was man weiß sozusagen über gedeihliches Leben in einem Land, ja, also zum Beispiel, alles hängt davon ab, wie Vermögen verteilt ist. Ja? Also wenn ich, der Zugang, ich habe den ersten den Sager gehabt, also es geht mir um Recht und Freiheit und die Unterschiede sollten im Allgemeinen wohl begründet sein. Ja, ja, das wäre schön, wenn Sie uns damit wir das verstehen, wie Sie das in diesen Zusammenhang bringen. Kommunismus. Ja. Ja, das ist eine gute Antwort jetzt. Ich habe es nicht verstanden. Also, Kommunismus, habe ich gesagt. Ja, also der ist schon in den Menschenrechten, ist der schon festgelegt, der Kommunismus. Ja. Also der Zugang zu Recht und die Realisierung von Recht und Freiheit ist an Vermögen gebunden. Ja, an materielles Kapital und an symbolisches Kapital. Also das Auseinanderdriften der Lebenslagen zum Beispiel auf der ganzen Welt zurzeit, aber auch in Österreich, ja, führt also auch dazu, dass ein unterschiedlicher Zugang zu Realisierungschancen da ist. Also wenn man zum Beispiel wenn man in Wien den 1. und den 15. Bezirk, ich komme aus dem 15. Bezirk, hernimmt, ist zum Beispiel die Lebenserwartung 5 Jahre Unterschied. Gut, ja? Anderes Thema, sehr interessant. Aber ich möchte schon dazu sagen, der Netto-Vermögensunterschied zwischen durchschnittlich ersten und 15. Bezirk ist 1 zu 580. Ja? Mhm. Also das heißt, es hat etwas mit den unterschiedlichen Vermögen zu tun. Einmal schon, wie lange wir leben, wie der Zugang zur Bildung ist, wie der Zugang zur Gesundheit ist, wie der Zugang auch zum Recht ist, ob man sich den Herrn Einetter leisten kann zum Beispiel, ob ich zum Beispiel überhaupt die Möglichkeit habe, irgendwelche Konstruktionen zu nutzen, wo ich dann steuerschonend mich bewege. Ja? Also
das hängt ganz stark davon ab, in welchen Vermögensklassen ich mich befinde, welche Realisierung von Recht und Freiheit ich überhaupt auf der Welt überall, aber auch hier in Österreich habe. Und in Österreich ist die Vermögensverteilung sehr ungleich. Ja, ich möchte aber nur noch einmal probieren. Soll ein Bankmanager 5 Millionen Euro verdienen? Dürfen, ja, wenn er erfolgreich ist? Dürfen soll er schon. Aber ich wäre zum Beispiel dafür, dass wir ein anderes Steuerrecht hätten und dass das anders versteuert wird, also dass der mehr Steuern zahlen muss in Österreich dann. Wie viel denn? Naja, das ist jetzt nicht mein Metier. Ich habe da keine Idee davon. Soll er die Hälfte, drei Viertel oder 80% von seinem Einkommen abgeben? Nein, es kommt ja darauf an. Also ich würde zum Beispiel die Progression nicht enden lassen irgendwo, so wie es in Österreich, sondern es müsste halt höher die Progression weitergehen nach oben, aber nur selbstverständlich. Die Klassenkampfdebatte kurz unterbrechen. Es geht ja hier, glaube ich, um was anderes. Ich meine, das werden wir heute nicht ausdiskutieren können. Naja, dann sagen, brauchen Sie das auch nicht einführen jetzt. Nur, es geht ja heute in dieser Sendung darum, um Menschenhass, Vorverurteilung durch Journale. Nein, es geht nicht nur um das. Wir werden da jetzt den Titel der Sendung verändern. Einer der angesehensten Banker dieses Landes zurück, weil ein Artikel zu viel. Und verdient er zu viel. Ich glaube, das ist nicht der Titel der Sendung gewesen. Das ist schon drei Stunden über das. Wir können ja bitte auch über den Tellerrand hinausschauen. Es ist der Herr Wulff hingerichtet worden, medial wegen 500 Euro, die überblieben sind. Es ist der Herr Kachelmann vernichtet worden, medial, obwohl er letztlich freigesprochen wurde in Deutschland. Es ist ja nicht nur bei uns so, das muss man schon dazu sagen. Aber das ist nicht der Anlass, das ist nicht das Anliegen des Klassenkampfs, ja? Sondern das ist ein ganz anderes, ein eigenes Geschäft. Also der Klassenkampf per se. Das ist Ihr Geschäft und das ist da verdienen Sie an solchen, der Herr Kuch, der neben Ihnen sitzt, der hat mir gerade zugeraunt, mich zerreißt's gleich. Das wollen wir nicht riskieren. So. Ja. Nehmen wir mal einen konkreten Fall, wo wir schon einen Schritt weiter sind. Es gibt einen kleinen burgenländischen Gasversorger, die Begas. War mehrheitlich in Eigentum von Gemeinden und es gab einen Vorstand, der hat, wie sich später herausgestellt hat, 480.000 Euro brutto im Jahr verdient. Fürs Gasverteilen im Burgenland eine recht solide Summe, aber mein Gott, soll er es haben, er hat es versteuert. Im Zuge der Recherchen stellt sich heraus, der gute Mann ist auch sozusagen offshore gegangen nach Liechtenstein, hat eine Stiftung in Liechtenstein, hat eine Selbstanzeige bei ihrer Behörde gemacht, dass er dort über 10 Millionen Euro Schwarzgeld gebunkert hat. Tatsächlich waren bei der Liechtensteiner Firma am Höhepunkt sogar 14,1 Millionen Euro am Konto. Und da frage ich mich schon, der hat aus einem Unternehmen der öffentlichen Hand einen zweistelligen Millionenbetrag rausgekriegt, den er schwarz in Liechtenstein bunkern kann. Und dann sich hinter dieser Konstruktion verstecken kann. Da gibt es keine Transparenz und für genau solche Fälle wird es auch genutzt, um Schwarzgeld loszuwerden. Auch. Aber unser und Fall jetzt aber medialen, Schwarzgeld. Das ist ja das, wogegen wir uns und wehren. Und jetzt zur medialen Vorverurteilung. Ich weiß, jeder, der hier sitzt, weiß das, dass solche Konstruktionen benutzt werden, um Geld zu verstecken, das uns allen fehlt. Ja, aber entschuldigen Sie, wenn der Herr Stepitsch versteuertes Geld wo immer anlegt, entzieht er doch niemandem etwas. Das ist doch seine freie Entscheidung. Aber andererseits Sie können Sie ein Auto kaufen, Sie können Sie ein an dem Fall Stepitsch nichts dran ist, dann sollte man nicht darüber weiterreden, weil dann ist es Gegenstand. Naja. Das hat ja keinen Sinn, aber Stunde. Alle nicht. Ja, aber das hat ja keinen Sinn, da zu spekulieren jetzt ja über irgendwas. Das ist aufgebracht. Die allgemeine Frage an den Herrn Lipscher in diesem Zusammenhang wäre, hätten Sie ein Problem damit, Ihre Veranlagung Ihres privaten Vermögens in einer Zeitung nachzulesen, offenzulegen? Nein, weil das ist ganz offen gesagt nicht sehr aufregend. Das können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Und das Zweite ist nur, da denke ich, wozu haben wir eigentlich noch das Wort Privatsphäre? Warum? Und das Steuergeheimnis. Es gibt in anderen Ländern andere Kulturen. Wenn die Schweden von mir aus öffentlich das aufzeigen und das seit Jahrhunderten haben, wie ich immer gelesen habe, dann ist das deren Kultur. Bei uns ist es das nicht.
Möchten Sie, dass Ihr Vermögen oder Ihre Ersparnisse in der Zeitung stehen? Das ist ja das ist überhaupt nein, Sie haben mich gefragt. Ja, genau. Ich frage Sie. Wollen Sie es? Na ja, wollen Sie es? Da, über mein Nichtvermögen brauchen wir also nicht zu diskutieren. Also ich hätte gerne ein großes Vermögen und es steht in der Zeitung. Das wäre mir sehr recht. Bitte? Ich hätte gerne ein großes Vermögen, dafür darf es dann in der Zeitung stehen. Ja, aber ich habe kein großes Vermögen, weil ich bin ja gar nicht interessiert, dass es in der Zeitung steht. Aber interessant ist doch ein Aspekt. Aber es sollte nichts Schlechtes passieren. Der Fall, den Sie jetzt gesagt haben, zeigt ja ganz genau, worum es geht. Wir reden nicht über den B-Gas-Fall. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Und da besteht ja auch der Verdacht, dass das Geld illegal erworben wurde in irgendeiner Form oder gestohlen, kann man fast sagen. Das hat schon ein Bauunternehmer Selbstanzeige gemacht. Okay, das ist ja ganz eine andere Geschichte. Wir reden ja hier von Menschen, die zu Unrecht ins Visier der Justiz geraten und jetzt jahrelang, wie im Fall meines Klienten, in der medialen Berichterstattung ausgeliefert sind, tausende Artikel erscheinen und sie einfach hingerichtet werden. Und dasselbe ist jetzt, und so gesehen ist Deppitsch natürlich wichtig. Also was wollen Sie, ein Verbot, zeigt, ein Berichtsverbot? Aber wieso kann man den so leicht hinrichten? Sie, das ist meine Frage. Wieso kann man den so leicht hinrichten? Stört? Ich lese Zeitungen und dann oder Wochenmagazine, Monatsmagazine, wie uns zugespielt wurde, wie uns aus dem Unternehmen X zugespielt wurde, vertraulicher Aktenvermerk. Und das ist für mich das ganz große Problem, vielleicht in anderen Ländern, da lebe ich aber nicht, aber hier in Österreich. Und ich habe es auch erlebt in Fällen, die den Stepitsch betreffen, wo Sie in Artikeln nachlesen können, stolz sagt dieses Medium, uns wurde ein interner Aktenvermerk zugespielt aus einer Bank. Das ist nicht nur eine Verletzung des berühmten Bankgeheimnisses. Aber ja, aber bankseitig, nicht medienseitig. Nein, bankseitig. Aber ich sage, es ist eine Unkultur auch, dass vieles aus Strafakten, aus Erhebungsakten etc. in die Medien kommt. Cui bono, wem nützt es, weiß ich nicht. Ich lese in den Zeitungen, welche Banken Riesenverluste machen, aufgrund von irgendwelchen internen Aktenvermerken, die von wem immer nach außen gespielt werden, an die Medien. Die das natürlich, was ich ja verstehe aus dem Journalismus heraus, natürlich gerne veröffentlichen. Aber im Grunde genommen schaden alle diese Informanten der Republik Österreich. Nehmen wir es umgekehrt. Es gibt eine wunderbare Initiative namens Transparenzgesetz, weil wir sind die Republik der Geheimnisse. Amtsgeheimnis, Steuergeheimnis, Bankgeheimnis. Am besten bei uns ist alles geheim. Wenn man Amtsgeheimnis, das geht zurück bis in die K&K-Zeit. Wir haben ein Abgabengeheimnis, wo der Herr Müller niemals wird sagen können, öffentlich, was aus dem Fallstepitsch rausgekommen ist. Da ist noch ein Papier. In Wirklichkeit haben wir weder ein Amtsgeheimnis noch das Vorverfahren gegen einen Grasser ist nicht öffentlich. Tausende Artikel, alles kommt in die Zeitung. Ja, woher kommt es denn? Permanent wird amtsmissbräuchlich was hinausgespielt und landet bei euch auf der Türmatte, wo ihr es natürlich freudig aufhebt und dann darüber berichtet, was ich den Medien nicht vorwerfe. Was ich den Medien nicht vorwerfe. Aber dass es hinausgespielt wird permanent, bis hin zu den Steuerakten. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Finanzministerium ist, aber von irgendwoher muss es ja kommen. In anderen Ländern ist es gleich öffentlich. Da kann man Vorverfahren. Wir sind aber nicht in anderen Ländern. Wir leben noch in Österreich. Westliche Länder. Und bei uns ist es halt verboten. Im Transparenzranking von 96 Staaten liegt Österreich am 96. Staat. Aber Herr Kuck, was würden Sie sich denn wünschen, wenn es um Transparenz geht? Ich meine, Sie haben den Fall Pegas angesprochen, das ist ein öffentliches Unternehmen. Genau. Im öffentlichen Besitz. Das geht schon mal damit los. Aber trifft das auch, soll das auch so sein für Manager einer Bank im Privateigentum, selbst wenn die jetzt gerade Staatshilfe bekommen hat? Gut, dafür gibt es die FMA, die Finanzmarktaufsicht, es gibt einen Aufsichtsrat. Gut, also muss es einen Unterschied geben zwischen Menschen, die für die öffentliche Hand arbeiten, natürlich, dem Steuerzahler verantwortlich sind und Menschen, die für eine private natürlich Firma arbeiten. Und dann muss man auch noch unterscheiden, ob eine Bank Staatshilfe in Anspruch nimmt oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Damit müssen auch andere Rechte, insbesondere für Rechnungshöfe, verbunden sein. Pegas ist ein super Beispiel. 51% hat Gemeinden gehört, kein Rechnungshof darf prüfen. Auch nicht der Landesrechnungshof. Die schweben im kontrollfreien Raum. In Österreich dürfen Gemeinden unter 10.000 Euro von überhaupt niemand prüft werden. Ich meine,
Oder ja, aber das ist eine andere Frage. Entschuldige, naja. Das hat Entschuldigung, jetzt nichts damit zu tun, was einer verdienen darf und ob er offenlegen muss, ob er sein Steuer ehrlich erworbenes Geld, das er ehrlich erworben hat, offshore veranlagen darf oder sonst wo veranlagen darf. Das ist ja hier die Frage. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, das ist der Begriff der Gier. Und ich möchte ganz gerne ein paar Aussagen zitieren, die von Herbert Stepitsch überliefert sind, als er 2006 zum besten bestverdienenden Banker Österreichs gekürt wurde. Da hat er gesagt, ich kann auch nicht mehr als essen und trinken. Ich kaufe mir Blumen, einen Kaffee, ich bezahle für meine Tennisstunde und reines Hasten nach Vermögenswerten.